Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Heute möchte ich euch mal ein ganz besonderes Multitool vorstellen, beziehungsweise so ein kleines, ja, ich sag mal EDC, was ich mir selber zusammengestellt habe. Ganz einfach aus dem Hintergrund, wenn man zum Beispiel an eine Notfallvorsorge denkt, dann denkt man immer an das Allerschlimmste, zum Beispiel Hochwasser, Feuer etc., womöglich sogar ein Krieg. Aber wir Menschen, wir kommen ja sehr öfters in Notsituationen. Sei es einfach nur, wenn wir durch den Wald gehen und wir müssen plötzlich einmal auf Toilette, dann haben wir schon eine Notsituation. Oder es wird plötzlich dunkel, man wird überrascht, wenn man durch den Wald spazieren geht oder in den Gebirge oder ähnliches. Und man braucht ein Licht, dann braucht jemand eine Taschenlampe. Und das sind halt alles so Notsituationen, die ich abdecken wollte. Normalerweise stelle ich mir ja immer Taschen zusammen, Dosen etc. Aber dieses Mal wollte ich etwas haben, was man sich zum Beispiel ja an die Hose hängen kann oder einfach von außen an den Rucksack und wo man auf alle Tools sehr schnell Zugriff hat. Ja, und herausgekommen ist am Ende das hier. In diesem Set sind jetzt verschiedene Sachen enthalten, die ich euch einfach mal der Reihe nach vorstellen werde. Alle sind halt mit so einem kleinen Karabiner gesichert. Das heißt, ich könnte mir alle Artikel direkt abmachen und verwenden. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal hier außen an der Seite an. Und zwar habe ich hier einmal ein Desinfektionsmittel, einfach um sich halt zu desinfizieren. Und natürlich auch Seife. Beziehungsweise ist das etwas, wo man sich auch gleichzeitig die Haare mitwaschen könnte oder den ganzen Körper, wo man halt mit duschen kann etc. Und das habe ich dazu gepackt, ganz einfach, wenn man mal beispielsweise an einer Raststätte ist und man möchte da auf Toilette gehen etc., sich danach die Hände waschen. Oftmals sind diese Seifen dann leer. Jetzt hätte man das dabei. Und halt dazu direkt ein Desinfektionsmittel. Hier ist ein ganz kleiner, einfacher Signalspiegel. Auf der Rückseite wird sogar beschrieben, wie das Ganze funktioniert. Und zwar schaut man von der Seite natürlich durch dieses kleine Loch. Das heißt, man peilt dadurch das Ziel an, wohin man signalisieren möchte. Und dann kann man halt Signale geben. Und natürlich, was hier nicht fehlen darf, mein Klebeband, mein Panzerband, was eigentlich immer dabei ist. Das nächste Tool ist so ein kleiner Messerschärfer. Wenn halt das Messer unterwegs mal stumpf wird, dann hat man hier die Möglichkeit, das mal schnell nachzuschärfen mit Keramikschärfer, Metallschärfer. Und hier, das dient dazu, diese Pfeile, um halt größere Kanten rausfeilen zu können. Und das Praktische ist, hier drin ist sogar noch ein kleiner Feuerstahl enthalten. Dann habe ich hier so einen kleinen wasserdichten Behälter. Das heißt, man könnte damit sogar schwimmen gehen und es dringt keine Feuchtigkeit ein. Und hier drin habe ich einfach nur etwas Watte als Zundmaterial. Man sieht hier diesen Dichtungsgummi und das Ganze ist auch tatsächlich wasserdicht. Ich weiß jetzt nicht bis zu welcher Tiefe, aber ich sag mal so, im Regen hält es auf jeden Fall aus. Oder wenn man damit schwimmen geht, ohne halt dabei zu tauchen, dann sollte das auch funktionieren. Die nächsten Tools kümmern sich ebenfalls wieder um das Thema Feuer machen. Und zwar habe ich hier einmal Kienspan und ein Zündstahl sowie ein Magnesiumbalken. Das heißt, man kann hier auf der Seite Material abtragen. Das ist also so weich, dass man es mit dem Messer runterschnitzen kann. Und dieses Magnesium ist sehr leicht, sehr schnell entzündlich. Und hier ist halt der Zünder dafür. Als nächstes habe ich dann hier so ein kleines Brecheisen, um mal etwas zu spalten. Hier ist noch ein Flaschenöffner dran. Hiermit kann man verschiedene Nüsse festziehen, wenn man beispielsweise mit dem Fahrrad unterwegs ist. Zumindest bis hin zu einer Zehnernuss. Alles, was darüber hinausgeht, da hilft dieses Tool leider auch nicht mehr. Dann ein kleines Knicklicht und eine Signalpfeife mit drei verschiedenen Tönen, die also in drei verschiedenen Tönlagen signalisiert, dass man in Not ist. Hier habe ich eine Rolle mit Paracord, was ebenfalls immer wieder nützlich sein kann. Dann als nächstes einmal ein Nagelknipser. Den habe ich mir jetzt hier einfach mit zwei Magneten dran festgemacht, damit er nicht die ganze Zeit so herumbaumelt. Und natürlich meine Monkeys-Zange, die zwar klein, aber fein ist. Hier sind auch noch eine Schneide, eine Feile etc. dran, die aber jetzt nicht so empfehlenswert sind, zumal ich dafür noch ein anderes Tool dabei habe. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht durcheinander komme. Den Bereich haben wir. Dann meine Rovivon, eine sehr helle, sehr starke Taschenlampe, die verschiedene Leuchtmöglichkeiten hat. Die hat zum Beispiel die Möglichkeit, ein Standlicht hier herauszugeben, dann natürlich hier vorne das Licht. Sie kann blau leuchten, sie kann grün leuchten
Und wie gesagt, sie ist halt brutal hell. Vor allen Dingen, wenn man sich nachts damit orientieren will, ist das überhaupt kein Problem. Dann ist natürlich dabei ein kleines Victorinox-Messer mit großer Klinge, kleiner Klinge. Dann haben wir hier noch dabei eine Feile, eine wirklich sehr, sehr gute Feile. Das gleiche gilt auch für die Säge. Die Sägen und Feilen von Victorinox, die sind wirklich, wirklich brauchbar, sage ich mal. Dann finde ich das so cool, dass hier noch eine kleine Schere dabei ist, die man auch immer wieder mal gebrauchen kann, sei es um Papier zu schneiden, um ein kleines Paracord durchzuschneiden, Angelschnur etc. Und natürlich Dosenöffner, Flaschenöffner. Hier auf der Rückseite ist halt noch die Ahle, ein Korkenzieher, den man wahrscheinlich draußen jetzt nicht so sehr braucht, ein Schlitzschraubendreher. Und natürlich, was ich auch immer sehr wichtig finde, ist der Zahnstocher sowie die Pinzette. Dann einfach ein Paket Tempotaschentücher bzw. Papiertaschentücher, beispielsweise um sich den Hintern abzuwischen. Dann habe ich hier noch ein kleines Zahlenschloss. Das habe ich halt immer dabei, wenn ich mal zum Beispiel meinen Rucksack abschließen möchte. Beispielsweise im Café. Natürlich könnte man den ganzen Rucksack klauen, aber hiermit hat man zumindest die Sicherheit, dass nicht jemand einfach den Reißverschluss aufzieht, wenn man zum Beispiel durch die Fußgängerzone geht. Der große Karabiner dient halt zum Befestigen am Rucksack oder an der Hose, am Gürtelriemen etc. Oder man hängt ihn sich zum Beispiel ans Auto, an der Kopfstütze, einfach einhaken, das Teil baumelt hinten runter und ihr seht es ja, man hat auf alle Teile direkt Zugriff. Und das Letzte, was ich hier noch habe, ist halt diese Tasche. Die muss ich mal, jetzt muss ich etwas Platz machen hier und vorsichtig aufmachen, weil die ist vollgepackt bis oben hin. So, dann klappt mir das Ganze mal vorsichtig auf. So, hier habe ich zum Beispiel drin Nähgarn mit Nähnadeln, einfach um was nähen zu können. Dann habe ich hier drin Dyneema Angelschnur. Auch die kann man natürlich zum Nähen verwenden oder eben halt zum Angeln, wofür sie ja eigentlich gedacht ist. Dann Micropur Forte. Drei Pillen, das reicht also für 3 Liter Wasser. Hier unten habe ich noch eine Lupe, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil hier habe ich jede Menge Angelhaken und Köder etc. drin. Und kleine Bleigewichte, einfach um das Tool komplett zu machen. Und wie gesagt, hier eine hervorragende Lupe. Hier im oberen Bereich befindet sich dann nochmal ganz normale Nylon-Angelschnur, eine Pinzette. Oh, hier ist ein Angelhaken. Eine sehr gute Pinzette, die halt vorne flach ist. Dann natürlich ein Pflaster bzw. zwei Pflaster, die immer wieder mal hilfreich sein können. Zwei Büroklammern. Und halt Allergietabletten, Kopfschmerztabletten und Durchfalltabletten. Und das alles in diesem kleinen Set. Jetzt muss ich schauen, dass ich das Ganze hier wieder ordentlich verpackt bekomme. Die Angelschnur wieder rein, Pinzette wieder rein. Die beiden Sachen packen wir noch hier oben drauf. Und dann macht man das Ganze wieder zu. Und ihr seht, das ist halt wirklich proppevoll gefüllt. Beziehungsweise jetzt sind mir auch die Angelhaken nach unten gerutscht, unter die Lupe. Die sollten eigentlich oben drauf sein. Aber normalerweise sollte es auch so wieder zugehen. Jawohl. So, das ganze Set hat ein Gewicht von, naja, ich würde mal sagen, 600 bis 700 Gramm. Also auf jeden Fall noch unter einem Kilo, verglichen jetzt beispielsweise mit 1 Liter Milch, ist das hier auf jeden Fall leichter. Das ganze Set hat eine Länge von, weil es ja hier auf der Kamera so groß aussieht, ich messe jetzt mal von diesem Ring hier aus bis zu diesem Ring, dann haben wir eine Länge von ungefähr 40 cm. 40, 41 cm so um den Dreh. Und ich finde es halt unheimlich praktisch, weil der Karabiner, der ist halt in der Lage, das alles problemlos zu halten. Es ist natürlich zu viel, um das jetzt einfach mal als Schlüsselbund zum Beispiel zu verwenden. Aber wie gesagt, außen am Rucksack hat man dann zwar dieses Geklimper, damit muss man dann zurechtkommen, aber man hat halt die Möglichkeit, dass man sehr schnell auf alles zugreifen kann. Und das finde ich halt hervorragend. Bei einer Tasche, wie ich sie die letzten Male zusammengestellt habe, oder einer kleinen Dose etc. Da kann man zwar auch vieles drin verpacken, aber man muss halt suchen. Beziehungsweise auch wenn man jetzt zum Beispiel von Maxpedition die Tasche hat, da hat man ja mehrere einzelne Fächer, wo man ebenfalls alles gut drin verpacken kann. Da findet man auf die Schnelle zumindest das Taschenmesser oder auch die Lampe. Aber wenn man halt was Kleineres sucht, dann sucht man halt. Und hier hat man alles auf alles Zugriff. Die Sachen sind versetzt zueinander. Ich versuche das mal so ein bisschen zu zeigen. Das heißt, wenn ihr das tragt,
hängt alles schön untereinander und man sieht halt direkt, ah, okay, da ist zum Beispiel die Signalpfeife. Zack, habe ich sie schon griffbereit, kann sie mir in den Mund stecken und lostrillern. So, das war halt mein, ich weiß noch nicht mal, wie ich es nennen soll, EDC-Lanyard, Notfall-Lanyard, Anhängeseil, ich habe keine Ahnung. Vielleicht findet ihr ja einen coolen Namen dafür. Ich finde das ganze Set auf jeden Fall ungeheuer praktisch, weil halt sehr viele Notsituationen dadurch abgedeckt werden können. Es ist jetzt natürlich nichts, um damit raus in die Welt zu ziehen und als Zombie-Killer berühmt zu werden, aber es dient halt dazu, in dummen Notsituationen zumindest einen kleinen Ausweg zu finden oder sich zumindest etwas behelfen zu können, sei es beim Bergsteigen, um mal eben ein Signal mit dem Signalspiegel geben zu können oder um Hilfe zu rufen mit der Signalpfeife. Taschenmesser und Taschenlampe erklärt sich von selbst. Ein Seil kann man immer wieder brauchen, um etwas zu verbinden, zu verpacken, etc. Die Angelsachen, gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich sag mal so, in einer wirklichen Notsituation hätte ich es dabei. Und ich packe das halt immer dazu, weil es halt kaum Gewicht hat. Es trägt kaum auf. Und sollte es mal wirklich zu einer richtig blöden Notsituation kommen, dann ist man auf jeden Fall froh, wenn man das dabei hat. Ähnlich verhält es sich mit dem Messerschärfer. Braucht man jetzt vielleicht nicht so zwingend, aber wenn das Messer mal stumpf ist und sei es einfach nur, man sitzt irgendwo in den Bergen auf einer Bank, ist schön am Schnitzen, auf einmal wird das Messer stumpf, dann macht das Ganze keinen Spaß mehr. Hier hätte man die Möglichkeit, nochmal schnell nachzuschärfen. Desinfektionsspray bzw. Desinfektionsmittel und Seife erklärt sich von selbst. Ja, und so finde ich, ist das ein richtig cooles, starkes Set geworden. Was haltet ihr davon? Was hättet ihr vielleicht noch dran gepackt? Was hättet ihr weggelassen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, damit ihr die nächsten Videos nicht mehr verpasst. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin.